Mache heute ein bisschen Zirkus. Zirkus, und zwar, ich versuche mit der zugeklebten Skibrille, also sichtdicht, dort den Luftballon möchte ich schießen mit verbundenen Augen. Und zwar mit dem Leiterbogen. Ja. Ich baue jetzt die Kamera auf, so dass man mich sieht. Da vorne habe ich eine Uhr. Die habe ich meine Mutter heute Morgen aus dem Schrank geklaut. Und wenn die klingelt, höre ich dann am Ton die Richtung und dann versuche ich den Apparat zu killen. Also das Ding ist zugeklebt, man sieht nichts. Blind. Ja, das blinde Kuh ist nicht so einfach. Ich muss noch ein bisschen üben. Vor allen Dingen das Geräusch. Der Wecker, der klingelt ja, wenn er will. Und wenn es so lange dauert, man konzentriert sich. Wir haben jetzt ziemlich starker Wind. Und der Wecker klingelt ja nur ganz leise. Das hat ein alter Mann wie mich. Ich höre das sowieso kaum noch. Und so misst eine Hupe oder was hinten dran. Und dann genau dem Geräusch noch. Aber im Moment habe ich keinen anderen Wecker. Ich filme das irgendwann nochmal, wenn ich es besser kann.
aber Spaß muss sein. Schon steht keiner mit der Beerdigung. Ciao. Wie immer. Bei den Filmen. Ich bin's. Was ich halt vorhab ist. Moment, ich klappe gerade um. Diesen Luftballon zum Platz zu bringen. Und zwar. Das sind ja, 110, 120 Meter. Und der Bogen, ein Oldtimer, ein Hoyt ohne Visier. Ich schieße den tatsächlich über den Self. Ich habe mir lediglich eine Rille hier festgemacht und hier eine Pfeilanlage, dass der in die Mitte kommt. Aber ansonsten kein Stabilisator. Noch ziemlich frühe Rolle. Meine Finger, ganz normales Ledertab. Ja, reduziert auf die äußere Lederschicht. Also nichts Besonderes. Compound-Bohre. Die Compound-Bohre-Schichte werden nicht auslaufen. Das ist ein primitives Stück. Aber mir macht Spaß. Und mit dem versuche ich jetzt den Oschi da zum Platz zu bringen. Mit möglichst wenig Pfeilen. So, ich bin jetzt over. Ich zoome jetzt mal zurück. Einfach schön. Ja, die richtig gute Compound-Bohre-Schütze sind in der Lage, auf 100 Meter einer Stubenfliege das Auge auszuschießen. Ich kehre mir zu den traditionellen. Ich schieße ohne Stabi, ist mir lieber. Lieber schieße ich ein bisschen großflächiger. Aber wenn es Spaß macht, ist das auch okay. Bis demnächst.